Heute sollt ihr wissen, dass der Herr kommt, und morgen sollt ihr schauen seine Herrlichkeit. Aus der Frohbotschaft nach Lukas. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen. Er hat uns einen starken Retter erweckt im Hause seines Knechtes David. So hat er verheißen von alters her durch den Mund seiner heiligen Propheten. Er hat uns errettet vor unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Er hat das Erbarmen mit den Vätern und Müttern an uns vollendet und an seinen heiligen Bund gedacht, an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat. Er hat uns geschenkt, dass wir aus Feindeshand befreit ihm furchtlos dienen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinem Angesicht all unsere Tage. In Dulci Jubilo nun singet und seid froh. Der Jubel ist die Antwort auf die Erlösung. Und dieses mittelalterliche Weihnachtslied bringt zwei Dimensionen zusammen. Die althergebrachte lateinische Liturgiesprache und die deutsche Volkssprache. Und so zeigen sich, dass sich hier auch die Welten begegnen in der Erlösung und in den Jubel des Weihnachten.
Caritas unat illinitas, via banal verdorben per nostra crimina, da hat uns erworben celorum gaudia. Quanta gratia, und Gaudia, nirgends mehr.